Willkommen zurück zu Tomb Raider Legend. Wir sind immer noch in England, mittlerweile unten im Grab. Es ist ganz warm hier. Ja, ist wahrscheinlich nah am Erdkern gebaut oder so. So, wir dringen hier weiter vor. Wenn man das schon sieht, ne? Dann freut man sich. Das Fieseste ist, hier kommen wir auch nur weiter, wenn... Sieht aus wie mein Müllhexer. Das hoffe ich allerdings auch. Ja. Die Kiste ist unser bester Freund. Was das angeht. Boah, tut das in den Augen weh, wenn da so die... durch die Kamera die Klingen so ein bisschen zu sehen sind. Es reicht eigentlich schon, wenn... Genau. So reicht das schon. Hier ist ein Gold-Item nochmal. Da oben... Ich muss mal gucken, was da nochmal ist. Ich will mich hier genau umsehen. Ah, hier ist das mit der 1, genau. Auf der anderen Seite müsste das mit der 2 sein und auf dem Rückweg ist ja das mit der 3. Ganz langsam. Weiter reingeschoben kriegt's auch nicht, ne? Nee. Und rausschieben kannst du es jetzt auch nicht mehr. Okay, gut. Ich könnte mich hier fallen lassen, aber nein. Hier ist meine Kiste. Und ohne Kiste gehe ich nirgendwo hin. Das ist quasi nicht mehr, ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Nein, ich schiebe meine Kiste und meine Kiste schiebt mich. Nee, rettet mich wohl eher. Musst du jetzt nur noch richtig drehen, weil hier ist es verdammt eng. Das wäre beinahe schief gegangen. Och Mann. Jetzt. Jetzt aber. Zum Glück kann die Kiste nicht kaputt gehen. Da bin ich sehr froh drüber. So, in der Mitte gehe ich noch nicht. Ich will erst die andere Seite mir angucken. Das ist auch aufgehalten. Ah, jetzt ist hier noch eine Kiste. Ja, das ist doch mal Feines. Das ist doch mal was ganz Feines. Wow. Für einen Moment hatte ich Angst. Aber hier kann ich auch direkt hoch schon mal. Hätte ich mich beinahe vergessen. Genau da ist nämlich die 2. Wenn ich jetzt wüsste, ob man da jetzt nochmal zurücklaufen muss. Oder ob man da automatisch wieder zurück muss. Das wäre mal gut zu wissen. Ich glaube, man muss zurücklaufen. Also im Laufe des Spiels, der Story. Wenn ich mich recht erinnere. Komme ich da durch? Ja, komme ich super. Man kann ruhig 2 Kisten gebrauchen. So. Die eine Kiste wird jetzt auch hier bleiben und mit der gehe ich dann weiter. Weil da hinten ist auch wieder Feuer. Und dann werde ich das auch gebrauchen. Oh, jetzt habe ich deswegen ein bisschen Schaden bekommen. Aber ein bisschen ist gut. Okay, gut. So.
Wie drehe ich das jetzt am besten? So. Okay. So weit kannst du niemals springen. Nein, ich muss einen anderen Weg finden. Andererseits hätte ich euch Jungs gern schreien gehört. Weißt du, das reicht doch mit einer Kiste. Oder? Ich dachte mir gerade, reizt es jetzt weiter aus? Ja, ein bisschen habe ich jetzt was abgekriegt, aber Wayne. Ist jetzt nichts zur Rede wert. Da hoch komme ich nicht. Da hoch könnte ich aber kommen. Ah, jetzt ist das auch ausgeschaltet. Schön. Das freut mich. Okay, hier oben ist auch wirklich nichts. Ja, aber ich drück den Schalter nochmal. Weil jetzt ist nämlich das Feuer wieder an. Das soll ruhig ausbleiben. Wofür kommt ich jetzt hin? Wasser. Bodenplatten. Hey Alistair, warum gehst du nicht runter und stellst dich für sie auf die Platte? Warum gehst du nicht runter und hältst die Tür auf? So. War hier irgendwo was? Ich sehe nichts, ne? Nee. Okay. Da hinten ist eins. Und da ist der Sarg, den ich brauche zum Beschweren. Weil sonst würde ich da nicht weiterkommen. Und hier sind nur so Pfützen. Und sonst nichts weiter. Warte, hier habe ich noch nicht geguckt. Jupp. Okay, gut. Siehst du die Kiste da oben auf dem Regal? Die könntest du auf die Druckplatte stellen. Das ist keine Kiste, das ist ein Sarg. Jede Wette, dass er bewohnt ist. Kann gut sein. Interessiert mich nicht. So winzig, wie das dagegen kommt. Eigentlich so minimal und trotzdem geht ein Eisengitter geht da kaputt. Gut. Ein bisschen... Ja, meine Güte. Ich hab's ja gleich geschafft. Bisschen rauf und ja, komm, das kann ich auch so noch. So, das ist jetzt aber Ihre allerletzte Ruhestätte, Sir. Hatten alle ihren Spaß? Gut, dann machen wir uns wieder an die Arbeit. So, und wir können weiter. Das gefällt mir nicht. Da ist ein Schalter. Und ein Sarg. Ah ja, ich erinnere mich. So. Ich ändere dann mal eben meine Reisepläne. Dürfte aber nicht lange dauern. Okay, dorthin muss... Ich hab dich immer noch im Auge. Aber unter Wasser hörst du mich vermutlich kaum noch. Gott sei Dank. Ja, weil hierhin kann ich nicht. Ja, ist der einzige Weg. Okay, gut. Hör auf hier. Nein, Lara. Das war nicht gut. Ich hätte noch ein bisschen näher rangemusst. Huh.
gut, 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 gut. Ah, hier ist der Schalter. Der Hebel. Upsa, nein, das war so nicht geplant. La 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 la, das kann sich ja nur um Stunden handeln, um Stunden, um Stunden, um Stunden. Scha la 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 la. Und renn mit dir. Echt? Muss ich hier hin? Ich wollte gerade sagen. Ich kann das irgendwie nicht vorstellen. Ah, hier ist noch ein Gold-Item. Gold-Item. Schatz, meine ich. Ein Goldschatz. Habe ich jetzt aber bestimmt versaut, oder? So, da ist der Sarg. Okay, noch nicht ganz. Hierhin komme ich ja wieder zurück. Dahin komme ich auch. Wahahaha, wahahaha. So, hole ich mir den so. Hier sind irgendwie voll viele Gold-Items. Nein. Jetzt kann ich da auch rüber. Jetzt weiß ich, dass das definitiv der einzige Weg ist. Auch wenn mir der nicht gefällt. Alles andere als gefällt. Der gefällt mir alles andere. Ach ja, das... Hier war so schön. Oh mein Gott, Laura, geh ja aus dem Wasser raus. Man hört's ja schon, wir sind nicht allein hier. Aber... Seht euch das an. Oh, das ist großartig. Das ist interessant. Ja. Wir waren auch nicht allein hier drinne. Das ist nämlich dann unser Bosskampf. Aber da müssen wir noch nicht hin. So, wie kann man nochmal nach oben? Da, okay. Nee, ich glaube, in der Richtung müsste ich anfangen. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Nein, da komme ich nicht hoch. Oh, ich habe es so mit den Augen gerade. Weiß nicht warum. Sind zu viele Eindrücke. Und Lara bewegt sich zu schnell oder so. Ach, jetzt weiß ich, was da nicht stimmte. Ich dachte, es würde so kommen, wenn ich dagegen knalle, dass es dann sich ändert. Aber dem war nicht. Dem war so nicht. Sonst wäre es so gewesen wie bei diesen einen mit diesen Knochenstachelrädern. Ziemlich am Anfang. Das sollte es nämlich dann erst zum Schluss machen, sowas, dieses Drehen. So, nach oben mit dir. Dann zur Seite. War mir so klar, dass ich E drücken muss, damit du dich
besser festhältst. So. Oh, perfekte Richtung, Lara. Perfekte Richtung, weißt du das? So, ich glaube aber hier oben war jetzt kein Secret. Nope. So, dass ich jetzt hier unten reingehe. Ah ja, das Tor war übrigens zu, ne? Deswegen mussten wir auf die Weise hier rein. Das Signal ist schwach, Lara. Was ist das? Das ist ein Mythos. Aber alles ist real. Sie sind alle hier. Der Hofstaat von Camelot. Bist du sicher? König Artus, der den Lenden Uta Pendragons entsprang? Hm? Ich habe keine Zweifel an der Echtheit des Grabes, Alistair. Artus war die Figur des 11. Jahrhunderts, die zur Legende wurde. Der König von Camelot war so real, wie die Luft, die ich atme. Ich weiß nicht, Lara. Excalibur, das Schwert im Stein. Es heißt doch immer so, oder? Bitte? Schwerter in Steinen, Alistair. Sie sind Teil des Mythos. Es gab nicht nur ein Excalibur und einen Merlin. Wir sehen doch auf der ganzen Welt Schwerter und Steine. Denn es gab sie einfach überall. Du denkst also, dass sie überall Könige erzogen und den Lauf der Menschheitsgeschichte beeinflusst haben? Das ist gut möglich. Wer? Und was ist aus ihnen und ihren Schwertern geworden? Vielleicht sind sie in Avalon. Es spricht nichts dagegen. Allerdings wurde unser Merlin getötet und unser Excalibur zerbrochen und dem gemeinen Volk überlassen. Und wo ist Avalon? Ich weiß es nicht. Vielleicht auf der anderen Seite des Spiegels. Ja. Wir sind aber gut vorangekommen, würde ich sagen. Sodass ich hier einen Schnitt setzen kann und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss, eure Tai.